so, mir geht's gut, geil, Wasser läuft, geil, Wasser läuft. Im Genick noch was Farbe gefehlt oder, oh shit, im Genick Farbe gefehlt. Ach, das ist die Wanne, ich dachte, das ist euer Pinkelbecken. Oh Mann, oh, ich hab, Moment, ich muss Gäste annehmen, Sekunde, ich mache noch schnell die Spülung hier rein. Scheiße, habe ich im Nacken Haare vergessen oder was? Scheiße. Na gut, im Nacken sieht mir jetzt Gott sei Dank nicht so. Da habe ich mir noch Wasser ins Auge gespritzt. Ach ja. So, ich komme, Onkel Anwalt Alfred, hallihallo. Dankeschön für die Likes. Oh mein Gott, er ist wirklich ein Gast. Oh Mann, Rainer, ich freue mich echt. Ich freue mich mega, dass du reinschaust. So, Leute, guckt euch das an. Ein großer Moment. Ups. Hi. Hi. Mensch, wie geht's dir? Wir haben uns ewig nicht gesehen. Ja, ist richtig. Alles gut? Ja, ich fuhr da gerade ein bisschen Popcorn. Boah, geil. Ich habe jetzt so eine geile Popcornmaschine. Sieht man gerade nicht richtig. Cool. Ich sehe sie. Ja, und da daneben ist eine Zuckerwattemaschine, das hier. Ja. Cool. Wie viele Popcorn kann man damit machen? Wären das große Portionen oder nur so ein paar? Schon so ein Ding voll? Ja, das wird schon voll. Cool. Und es dauert auch nicht lange. Man kann auch direkt, wenn das fertig ist, kann man direkt nochmal das nachkippen. Ich habe dann halt meistens noch eine Schüssel dastehen, wenn ich Gäste da habe oder was. Habe ich eine große Schüssel dastehen. Und gehe her, gebe das einfach in die Schüssel und hau noch eine Portion rein. Da wird schon so eine große Rührschüssel, wird auch schon voll mit. Bei zwei Portionen. Mega, cool. Und was hat das Ding gekostet? Ich habe jetzt ein Video gemacht vorhin auf YouTube, also vorhin ein Stream auf YouTube. Weil ich wollte eigentlich ein Video machen, aber ich war dann zu faul, die ganze Zeit das zu schneiden. Und dann habe ich einen Link in die Beschreibung gepackt. Da sind drei Maschinen drin. Die zweiteuerste ist jetzt meine, die hat 59 oder so gekostet auf Amazon und die billigste war, ich glaube, 30 Euro und die teuerste hat, glaube ich, 100 Euro oder so gekostet. Okay, das geht ja total, kann man mal machen, ne? Ja. Hat man dann ja auch länger, danke für die Likes. Ist halt vor allem ganz cool für die, ist halt ganz cool, wenn man Gäste da hat. Kann man sich zusammen hinsetzen, einen Film schauen und einfach mal kurz aufstehen. Dann habe ich hier, ich habe ja mein schönes Alexa-System hier. Ich voll technisch, hier ein Bildschirm, also hier ein Bildschirm, da ein Bildschirm, da vorne noch ein Bildschirm. Voll schlimm. Und dann einfach einen kurzen Befehl. Alexa, 4-Minuten-Timer. Alexa, 4-Minuten-Timer. 4 Minuten ab jetzt. Hat man es gehört? Wow, sehr gut. Sie hört, Alexa, sie hört, so wie sich das gehört. Stopp den Timer. Genau, und dann macht sie halt. Timer abgebrochen. Und dann macht sie halt nach 4 Minuten einen Ton und dann haue ich das Öl rein, das Popcorn rein, den Zucker rein. Und dann arbeitet das und dann ist es eigentlich schnell fertig. Genau, und das habe ich in meinem Stream gerade fertig gemacht, weil ich habe ja bis gerade auch gestreamt. Und war jetzt eigentlich gerade auf dem Sprung und habe jetzt einmal, weil es mich jetzt doch mal interessiert hat, mal nachgeschaut. Vom Abo-technischen her, wie viele Abos die Leute haben und wie viele dann ich in der Relation dazu habe. Und ich habe keinen gefunden. Ich habe fast 100 mehr als der, wo die meisten hat. Also sogar mehr eigentlich. Der, wo ich gesehen habe, wo die meisten hat, das waren 57 oder so. Und ich habe 161. Ja, ja. Also irgendwie ja, das ist mir krank. Auch aufgefallen. Voll gut. Respekt. Wirklich, Hut ab. Ja. Da haben andere nicht mal annähernd dran gekratzt. Also ich habe noch keinen... Ja? Ja? Ich habe mal eine Frage. Achso, Entschuldigung. Ja? Okay, um das also zu beenden. Ich würde das nur noch kurz zum Abschluss sagen. Mich hat es einfach mal interessiert, wie das in der Relation halt ist, weil ich habe halt wirklich noch keinen gesehen, der über 70 Abos hatte. Der Einzige, der damals so viele, ansatzweise so viele hatte wie ich und damals mehr hatte wie ich, das war Kuli TV. Und ja, ich habe seither, glaube ich, keinen gesehen, der mehr hatte, außer ich und er. Und deswegen habe ich das einfach mal interessiert. Aber es gibt ja leider keine Rangliste dafür, wo das angezeigt wird, wer wie viele Abos hat.
Komisch eigentlich, müssen die mal machen. Ja, aber ich glaube, mehr als du hat keiner. Ja, ich habe auch keinen gesehen, der so viele Follower hat, tatsächlich. Also, ich will jetzt angeben, nee. Das war jetzt einfach nur so eine Feststellung halt gerade. Und deswegen war ich auch kurz bei dir drauf, weil ich gedacht habe, ich schaue bei dir auch mal schnell. Ja, ich habe ja gar kein Abo. Ich bin ja quasi Pöbelpartner sozusagen. Nichts Besonderes, ja. Jeder Mensch ist auf seine Art besonders. Was wolltest du sagen? Ich wollte mal fragen, nur so ganz theoretisch. Ich besuche demnächst einen Kumpel und der wohnt relativ in deiner Nähe. Und jetzt habe ich mir aber sagen lassen, es ist nicht mehr so leicht, an dich ranzukommen, beziehungsweise wie auch immer in die Gegend. Und ich wollte fragen, wenn ich mich da ganz offiziell anmelde, ob ich mich da mal sozusagen Fangirl-mäßig einfach auf ein Foto oder so mit dir treffen könnte, wenn ich in der Nähe bin. Ja, theoretisch gesehen wäre das schon möglich, aber es ist halt blöd. Das soll halt dann möglichst keiner mitkriegen, weil sonst stehen halt bei mir wieder 50 Leute vor der Tür. Das ist ja dann heimlich. Wir schauen mal. Ist sowieso noch Zeit und ich weiß auch noch gar nicht wann, aber ich wollte nur mal schon mal antasten, ob das theoretisch vielleicht eine Möglichkeit wäre. Dann melde ich mich nochmal bei dir. Ja, die Frage ist nur, wie man das dann im Idealfall macht, dass du dich bei mir meldest, weil das ist gar nicht so einfach. Hast du Alex irgendwie zu Alex Kontakt, privattechnisch? Ja, dann. Er hat meinen, ich nutze das zwar eigentlich zur Zeit nicht, aber er hat meine Steam, Steam-E-Mail, also meine Steam-Nachricht, nicht meine Steam, meine Skype, und dann kannst du mich über Skype anschreiben. Dann, okay. Oder er kann mir deinen Kontakt schicken, dann sagst du ihm halt Bescheid, er soll mir deinen Kontakt schicken. Ja, genau, das glaube ich noch. Dann machen wir das so. Genau. Gut. Cool, das wollte ich nur schon mal. Dann bin ich ja beruhigt, da würde ich mich freuen, wenn das vielleicht mal. Ja. Cool. Ja, was machst du heute noch? Du meinst außer Popcorn futtern? Bisschen Popcorn noch, genau. Ja, du machst es richtig. Schön. Ich habe eigentlich heute vorgehabt, ich habe jetzt einen neuen Rechner, mein Rechner ist ja verreckt gewesen, deswegen war ich jetzt so lange nicht mehr da. Richtig geil. Ich habe letzten Monat richtig cool und viel Geld verdient. Dann verreckt mir der Rechner, dann verreckt mir das Handy. Die Verbindung war gerade voll schlecht. Was hast du? Hast du dein Handy verloren? Sorry, ich habe mich nicht richtig verstanden. Achso, es kann sein, dass meine Verbindung wieder spinnt. Ich sagte, mein Rechner ist verreckt. Also ich habe viel verdient den Monat. Dann verreckt mein Rechner, mein PC. Und dann verreckt mein Handy. Ach, scheiße. Typisch. Ich alles auf einmal, ne? Wenn es kommt, dann kommt es. Ja. Ja, und den Rechner habe ich jetzt seit 2 Tagen, 3 Tagen wieder und mein Handy kommt morgen, sollte morgen weggeschickt werden, soll ich also Mittwoch ist Feiertag, wahrscheinlich Donnerstag, Freitag kriegen. Naja. Naja, schauen wir mal. Ja, richtig nervig. Naja, und jetzt mal gucken, was ich jetzt heute noch mache, wie ich an meinem Computer. Eigentlich wollte ich heute noch ein paar Videos machen. Ich wollte noch ein Video für meinen Computer machen und ein Video für die Popcornmaschine. Und morgen kriege ich eine Eismaschine. Da will ich mir dann, Eis machen. Ach cool, du kannst bald einen Jahrmarkt bei dir eröffnen mit Popcorn, Eis, auch noch Kettenkarussell. Das ist der Geheimtipp. Ach so, okay, das hab ich gesagt. Ich habe tatsächlich mit den ganzen Maschinen, also es ist ja Eismaschine, Popcornmaschine und Zuckerwattemaschine. Ich will mir auch noch ein paar andere Maschinen besorgen, brauche ich für ein paar Videos. Ja. Habe ich so ein paar Ideen auch. Ja, und ja. Schöne Ideen, ja. Klingt allerdings auch. Allerdings sollte ich weniger von dem Süßkram essen. Ich bin sowieso schon so dick. Aber überlebt nur einmal, Rainer. Hau rein. Gib dir. Hast schon ein Rezeptbuch. Sehr schön. Das habe ich auch bestellt gehabt, das kam heute an. Und ich freue mich vorhin so, ja, heute kommt noch die Eiscreme-Maschine. Dann schaue ich auf Amazon nach, Lieferung erst morgen. Ah, oh, scheiße. Naja, den einen Tag hältst du jetzt auch noch durch. Mit Popcorn. Ist ja so. Ja, ich habe jetzt auch für 50 Euro habe ich jetzt auch eine Langhaarperücke in Blond, eine Gummiglatze, eine Spielzeug-Pumpgun, also Schrotflinte, ein Spielzeug-Trommelrevolver, eine Schminke für blaues Gesicht, eine Schminke für rot, schwarz, also rote, schwarze und weiße Schminke muss ich mir noch besorgen. Ich brauche noch einen Barhocker, ich habe mir eine Ukulele besorgt.
Da kommt und noch ein paar andere und noch ein paar andere Sachen. Brauche ich alle noch für ein anderes Video? So und so viele Musiker, also x Musiker in x Sekunden. So, also werde ich ein Video machen. Wird auch ganz witzig. Ich bin gespannt, da schaue ich auf jeden Fall mal rein. Da hast du mich jetzt ganz gespannt gemacht, ja. Wann kann man mit den Videos rechnen? Also das mit den Musikern in so und so vielen Sekunden wird noch ein bisschen dauern, weil ich habe mir unter anderem so eine Kindermütze bestellt mit so einem Propeller oben drauf. Die brauche ich auch dafür. Aber die kann leider erst bis zum 1. November geliefert werden. Ich hätte mir auch eine andere kaufen können, aber die hat 2 Euro oder 3 Euro gekostet und eine andere hätte 5 Euro oder 6 Euro gleich gekostet. Und dann denke ich mir, naja, ist eigentlich auch Schwachsinn. Das Ding brauche ich einmal oder zweimal für ein Video. Das ist also eigentlich Schwachsinn, dann so viel Kohle dafür auszugeben. Deswegen, ja, aber deswegen muss ich halt auch ein bisschen länger warten. Naja, ja. Ist ja auch nicht mehr so lang. Nee, aber na gut, es ist halt noch ein ganzer Monat, ne? Ja, ich muss auch mal schauen. Vorhin bin ich noch auf die Idee gekommen, schwarzen Nagellack brauche ich dafür auch noch. Genau. Brauche ich alles für Schminke, weil ich mal. Das Video basiert ja im Prinzip darauf, dass ich mich halt irgendwie anziehe oder verkleide oder irgendwas mache. Und dann quasi es sind immer nur so 2-3 Sekunden Cut, wo ich kurz dastehe und dann irgendwas sage, irgendwas kurz ansinge oder sowas. David Bowie zum Beispiel, habe ich mir schon Haarspray besorgt für diese Wuschelfrisur aus meinem Lieblingsfilm, das Labyrinth, also die Reise ins Labyrinth. Da hat er so eine Wuschelfrisur und spielt ja den Ding, ein absoluter Lieblingsfilm. Und den schwarzen Nagellack brauche ich für Bill Kaulitz, Tokyo Hotel. Und ich sag's gleich allen. Ja? Ich weiß, dass ihr alle auf diesen Elektriker steht, ja? Dieser komische, wie heißt der, Alexander Dingsbums. Ich kann euch genau sagen, wie die Szene mit dem Typen aussieht. Den habe ich nämlich auch mit reingeschrieben. Nein. Das ist die Szene. Weil, werde ich nicht mit reinnehmen. Da werde ich mir nicht irgendwie einen Latz oder so, Latzhose besorgen in rosa. Nein. Da stehe ich einfach nur da. Nein. Das ist bestimmt irgendein Insider, den ich wohl nicht wirklich aufkenne. Aber ich bin gespannt. Nee, das ist ein Musiker, Alexander Markus, glaube ich, heißt der. Ah, oh Gott, ja. Und dieser Song, ne? Elektriker. Und nein. Nein. Ich werd mich nicht für den verkleiden. Mag ich nicht. Ah ja, hier. Brauche ich auch für das Video. Wo kriegst man sowas her? Wo bestellst du das? Alles bei Amazon? Oder? Das hat mir ein Hater geschenkt, weil die mich immer wegen meinem Unterkiefer verarschen, sie mich immer mit Oger. Aber ich habe mir gedacht, hey, Kollegen, da habt ihr ins eigene Fleisch euch geschnitten, weil jetzt brauche ich mir das Ding nicht besorgen für meine Videos. So. Sehr gut. Ach ja. Na gut. Na, ich werde jetzt auch mal weiterschauen. Ich muss jetzt noch ein bisschen was... machen. Ich muss noch ein bisschen was vorbereiten. Ich habe die Woche einen Termin beim Steuerberater. Ende der Woche. Naja. Na gut, aber muss ja alles seine Ordnung haben. Dass du da warst. Wirklich. Vielen Dank für deinen Besuch hier im Guest nach, ich glaube, 2 Jahren jetzt. Ich glaube, wir haben uns das letzte Mal vor 2 Jahren miteinander gesprochen. Kann hinkommen, ja. Das war, glaube ich, noch bevor der Strom weg war. Oder kurz danach vielleicht. Ja. Man hatte ja 2016. Ja. Na gut. Schön, Abend dir noch. Viel Spaß noch mit deinem Popcorn und alles Gute. Ne? Bis dann. Mach's gut. Danke. Ciao. Tschüss. Ciao. Das war mal was, oder? Hoher Besuch hier bei uns im Candyland hier. Und gleich kommen auch noch die Wölfe und wollen wissen, was ist hier los? Ja, danke auch an alle, die jetzt noch gekommen sind und sicherlich gleich wieder gehen werden. Ja, Anne, war ein Fehler. Was war ein Fehler? Rudi war Lanze. Toll hast du das gemacht. Was? Ich habe gar nichts gemacht. Mäuschen, was hast du denn? So, warum tust du dir das an? Das war dumm. Ach Leute, ich habe das auch alles schon durch. So, jetzt werden wir noch die Spülung auswaschen, geschwind. Und dann ist Jod. Dann ist Jod. Warum gibst du so einem schlechten Menschen Aufmerksamkeit? Leute, wir sind auch Juna, aber wir sind alle schlecht. Ist doch gehuppt wie geduppt. Dann dürfte ich hier auch den streamen.